ich bin Ariana und ich heiße dich herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass du da bist. In diesem Video möchte ich dir 10 Yoga-Posen zeigen, die du jeden Tag üben kannst. Alle Posen sind machbar, es wird keine komplizierten Posen geben und ich werde dir zeigen, wie du in die Pose gehst und welche Wirkung diese Haltungen auf deinen Körper und auf deinen Geist haben. Wenn du mitmachen möchtest, dann bereite dir eine Matte aus. Wenn du einfach nur zuschauen möchtest, dann lehn dich zurück und wenn du bereit bist, dann bis gleich. Wir beginnen mit dem Drehsitz und dafür darfst du deine Beine lang vor dir ausstrecken, im Sitzen natürlich, und auf einen langen und geraden Rücken achten. Wir beginnen mit links, das heißt, beuge dein linkes Bein, ziehe es nah zu dir ran und positioniere dann dein linkes Bein auf deiner rechten Seite. Richte dich noch einmal auf und strecke dann deinen rechten Arm lang Richtung Decke aus und umarme dich hier einmal. Mit der linken Hand stützt du dich hinter dir ab. Positioniere deine linke Hand direkt an deinem unteren Rücken, sodass du dich noch besser aufrichten kannst. Dein rechter Fuß ist aktiv, zieh also die Zehen zu dir ran. Der Drehsitz wirkt sich stressabbauend und nervenstärkend, beruhigend und harmonisierend auf den Körper aus. Er fördert die Flexibilität der Wirbelsäule, gleicht Bewegungsmangel aus, massiert sanft die inneren Organe und hilft bei Regenerations- und Entgiftungsprozessen. Vergiss nicht natürlich auch die andere Seite zu dehnen. Wir wollen immer mit beiden Seiten arbeiten, um den Körper im Gleichgewicht zu behalten. Unsere nächste Haltung ist die Heuschrecke. Für die Heuschrecke starten wir in Bauchlage. Dafür darfst du deine Arme neben deinem Körper ablegen und erst einmal auch die Stirn auf der Matte lassen. Bevor du dann deinen Oberkörper anhebst, die Arme lang nach hinten ausstreckst und die Beine ebenfalls von der Matte löst. Für die Variante, die ich am besten empfinde, darfst du die Finger hinter deinem Rücken ineinander verschränken. Zieh die Faust noch weiter nach hinten, öffne dich im Oberkörper und lasse die Beine hüftbreit zusammen. In dieser Haltung wird die Rückenmuskulatur und dein Gesäß gestärkt, Schultern gedehnt und geöffnet. Diese Haltung hilft bei Verdauung, wirkt sich aktivierend auf den Körper aus und stärkt die Körpermitte. Löse ganz sanft und lege dich auf der Matte ab, schnaufe hier einmal durch. Unsere nächste Haltung ist der Schmetterling. Für den Schmetterling bringst du deine Fußsohlen zueinander. Lasse die Beine sanft auseinanderfallen, die Knie zur Matte sinken und greife mit deinen Händen deine Zehen. Du darfst ja gerne aufrecht bleiben, die Augen schließen oder dich nach vorne beugen. Die Schmetterlingspose dehnt und mobilisiert die Hüfte. Muskeln und Bänder werden gedehnt und gekräftigt. Die Wirbelsäule und Gelenke bleiben beweglich und gesund. Diese Haltung wirkt sich positiv auf die inneren Organe, Drüsen und das Nervensystem aus. Vor allem im Liegen kannst du hier super entspannen, denn den Schmetterling kannst du auch im Liegen praktizieren. Anspannung kann gelöst werden und es wirkt sich entspannend auf den Körper und Geist aus. Eine ganz einfache Übung, die täglich im Bett oder auf der Couch geübt werden kann. Die Haltung des Kindes ist wohl die bekannteste Pose im Yoga. Dafür darfst du dich über die Beine beugen und die Arme lang vor dir ausstrecken. Die Stirn wird abgelegt. In der aktiven Haltung des Kindes wird der Rücken sanft gedehnt und der untere Rücken entlastet. Zusätzlich werden auch die Flanken sanft gedehnt, Schultern, Nacken und Brustwirbelsäule werden entspannt.
Die Haltung des Kindes senkt den Blutdruck, vermindert Müdigkeit und Kopfschmerzen, wirkt sich beruhigend auf das Nervensystem aus. Vor allem, wenn du die Arme neben deinem Körper ablegst, kann sich dein Körper noch besser entspannen. Durch das Ablegen der Stirn auf die Matte wird die Hirnanhangsdrüse stimuliert und dadurch eine Reihe von Hormonen reguliert. Für die Welpenpose darfst du im Vierfüßlerstand starten. Schau, dass du die Hüfte über den Knien lässt, während du mit den Händen nach vorne läufst. Du darfst hier entweder die Stirn ablegen und deine Brust Richtung Matte sinken lassen oder, wenn du hier schon dehnbarer bist, deinen Oberkörper auf der Matte ablegen und dein Kinn auf die Matte bringen. In der Welpenhaltung wird dein Rücken und die Schultern gedehnt, die Wirbelsäule wird mobilisiert, die Durchblutung wird angeregt, die Herz-Lungen-Funktion wird unterstützt und wirkt sich stimmungsaufhellend und stressabbauend auf den Geist und den Körper aus. Für die Taube positionierst du dein linkes Bein angewinkelt vor dir. Dein Knie befindet sich an deinem Handgelenk. Versuche dich hier tief abzusetzen. Sollte die linke Hüfte die Matte nicht berühren, benutze hier ein Kissen oder einen Block. Du darfst hier gerne aufgerichtet bleiben in der Taube. Oder wenn du magst, dich über dein linkes Bein legen. In der Taube wird die Hüfte und dein Gesäßmuskel gedehnt. Wenn du aufrecht sitzen bleibst, wird auch die Brustmuskulatur gedehnt und geöffnet, sowie der Schultergürtel. Eine gesunde Körperhaltung wird gefördert. Und wenn man sich nach vorne beugt, wird der Rücken entspannt. Die Taube hilft, Stress und Anspannung loszulassen. Vergiss natürlich auch hier nicht, die Seiten zu wechseln und dich auch mit rechts zu dehnen, um immer im Gleichgewicht zu bleiben. Achte auf eine entspannte und ruhige Atmung. Für die Diamantpose darfst du aus dem Fersensitz heraus die Beine etwas weiter auseinandernehmen und dich zwischen deine Füße setzen. Die Fußsohlen zeigen nach oben. Wenn das genug ist, dann bleibe gerne hier so sitzen. Achte darauf, dass du keine Schmerzen in den Knien hast. Solltest du Probleme mit den Knien haben, lasse diese Haltung weg. Wenn du ein Profi bist, dann darfst du dich gerne weiter nach hinten lehnen und auf die Unterarme gehen. Oder dich komplett auf der Matte ablegen. Der Diamant dehnt die komplette Körpervorderseite und der Rücken wird ebenfalls gedehnt, weil du hier in einer leichten Rückbeuge bist. Gesäß- und Rückenmuskulatur werden gekräftigt, der Brustkorb wird geöffnet und diese Haltung wirkt belebend auf den Körper. Der Diamant hilft, die Atmung zu vertiefen und soll zu mehr Lebensfreude und inneren Frieden verhelfen. Für den herabschauenden Hund darfst du dich erst einmal in die Haltung des Kindes schieben, denn so weißt du ganz genau, wo du die Hände und die Füße positionieren musst. Behalte dir den Abstand bei und schiebe dich in den herabschauenden Hund. Versuche lang und gerade im Oberkörper zu bleiben, die Schulterblätter zusammenzuziehen, viel Kraft in die Arme und Hände zu bringen und gleichzeitig die Schultern zu entspannen.
Es ist nicht wichtig, dass die Fersen die Matte berühren. Versuche hier nur sanft, die Fersen nach unten sinken zu lassen. Im herabschauenden Hund werden die Beine, die Schultern und die Arme gestärkt und gedehnt. Nerven in der Wirbelsäule werden angeregt. Der herabschauende Hund hilft Steifheit in Schultergelenken, Fußgelenken und Kniegelenken sowie Hüftgelenken abzubauen. Der Rücken wird entspannt, Rückenschmerzen und Müdigkeit wird abgebaut. Und soll gegen Schlaflosigkeit sowie Kopfschmerzen helfen und sogar Osteoporose vorbeugen. Für den Baum starten wir natürlich im Stehen. Dafür verlagerst du dein Gewicht auf dein linkes Bein. Deinen rechten Fuß darfst du entweder an deinem Fußknöchel, an deiner Wade oder an der Innenseite deines Oberschenkels positionieren. Wenn du magst, darfst du ja gerne auch in den halben Lotus, wenn du sehr geöffnete Hüften hast. Versuche hier erst einmal deine Balance zu finden. Suche dir einen Punkt, auf den du dich konzentrieren kannst. Der Baum verbessert natürlich das Gleichgewichtsgefühl, aktiviert fast alle Muskeln im Körper, stärkt die Beinmuskulatur, kräftigt Hüfte und Füße und fördert eine gleichmäßige Atmung. Außerdem wird natürlich die Konzentration gefördert und diese Haltung wirkt sich erdend auf den Körper aus. Sie klärt den Geist und stärkt die innere Ruhe. Wir kommen zu unserer letzten Übung, die Beine an die Wand Pose. Dafür darfst du dich einmal auf deinem Rücken ablegen und die Beine lang Richtung Decke ausstrecken. Und wenn du hier eine Wand zur Hilfe hast, gerne die Fersen an die Wand lehnen, sodass du hier ganz passiv liegen kannst. In dieser Haltung werden Schwellungen und Müdigkeit in Füßen, Waden und Beinen reduziert. Krämpfe in den Beinen können gelöst werden. Die Beinrückseiten werden sanft gedehnt. Die Schilddrüse wird stimuliert. Und diese Haltung wirkt sich natürlich sehr beruhigend auf den Körper und den Geist aus. Eine sehr lohnenswerte Haltung, die man ganz easy in den Alltag integrieren kann. Ich freue mich sehr, dass du heute da warst. Ich hoffe, dass dir das Video gefallen hat. Lass mir gerne einen Daumen nach oben da und vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Lass mir einen Kommentar da, gerne auch Videowünsche. Und schau auf meinem Kanal vorbei, da findest du wunderschöne Yoga-Flows sowie Yin-Yoga-Flows, aber auch Pilates-Workouts und Food-Inspiration. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Ich hoffe, bis bald.